Fotosammlung Ruth und Peter Herzog ist tatsächlich was ganz Einzigartiges, weil sie ist wahnsinnig groß. Sie ist irgendwie fast unermesslich mit ihrer 500.000 von Bildern, die da drin stecken. Sie ist wahnsinnig dicht und ein solches Panorama an Fotografie, an solche, ja, eigentlich so ein Abbild der Welt. Mit allem, was da nicht drin ist, natürlich zeigt das nie alles. Das kriegt man sonst, glaube ich, so schnell nicht wiederzusehen. Die Entstehungsgeschichte der Fotosammlung von Ruth und Peter Herzog ist total verrückt. Also ein privates Sammlerpaar aus Basel hat während 40 Jahre Fotos gesammelt und total obsessiv, wirklich in einer Manier, in einer Sucht, in einer riesigen Liebe zur Fotografie. Anders kann man das gar nicht ausdrücken. Wir haben mal durchgerechnet, es sind über 500.000 Bilder. Wenn man über 40 Jahre diese Bilder sammelt, heißt das, man müsste ungefähr 30 Bilder pro Tag, 365 Tage im Jahr sammeln. Und das ist auch das Besondere. Also sie sammelten nicht einfach nur Meisterwerke, sondern sie interessierten sich für sehr viel, aber auf keinen Fall alles. Also es ist immer noch ein Blick da. Und dieser Blick ist immer geprägt durch die Masse und durch die Maßlosigkeit der Fotografie. Also es geht um das Serielle, es geht um die Vielfalt und es geht auch um Alben zum Beispiel und die Kontexte dieser Alben. Normale Sammler hätten wahrscheinlich einzelne Seiten rausgetrennt und hätten dann nur ein großes Foto behalten. Aber es ging ihnen immer zu zeigen, die Fotografie ist banal, aber sie ist auch besonders. Und das wird erst in diesem Zusammenspiel deutlich. Eigentlich die Entdeckung der Fotografie um 1839 war für die Kunst schon so eine Art Erdbeben. Es war so, dass die Fotografen am Anfang, wurde ihnen zumindest gerne vorgeworfen, dass sie viele Künstler arbeitslos machten. Also dass vor allem die ganzen Porträtmaler oder die Maler von Miniaturen plötzlich keinen Broterwerb mehr hätten, weil man kann das ja alles viel günstiger und viel einfacher als Fotografie haben. Es gab auch so eine Art Daguerreotypomanie am Anfang mit der Entstehung des Daguerreotypie-Verfahrens. Alle wollten so ein Porträt von sich machen lassen. Ein Album, das ich, glaube ich, gerne zu Hause hätte, ist das Album des persischen Schahs, Nasr al-Din. Wir haben auch eine Katalogautorin, die darüber schreibt. Es ist aber auf keinen Fall zu Ende erforscht. Ich selbst würde, glaube ich, auch häufiger gerne drin blättern. Wir sehen den Schah selbst im Selbstporträt. Wir sehen aber vor allem sein Harem, seine über 60 Frauen, die er in den 1860er, 1870er Jahren hatte. Wir sehen dann auch seine Kinder. Und zeitgleich mit diesen Bildern auf diesen Seiten sehen wir dann noch Jagdtrophäen, Schmuckstücke. Und das ist so kurios, dieses Album. Also ich glaube, das wäre toll, wenn man da noch weiter zu forschen könnte. Und ich selbst finde auch, also ein besonderes Detail dieses Albums ist eben, dass die Frauen alle Tütüs tragen. Die Geschichte ist oder die Anekdote, wir konnten es nicht verifizieren, ob der Schah nicht in Paris war und Ballett gesehen hat und dann für seine Frauen Tütüs mitbrachte und weiße Söckchen. Es war eine große Freude, nach den Konstellationen zu suchen, als wir angefangen haben, mit unserer Sammlung zu arbeiten, mit der Sammlung des Kunstmuseums und mit der Fotosammlung von Ruth und Peter Herzog. Und dann diese Arbeit zu schauen, okay, wir haben diesen fantastischen Van Gogh, der zeigt Paris auf die und die Art und Weise, der Blick über diese Stadt mit einem Panorama, wo die Stadt so im Nebel verschwindet. Und dann geht man wieder in die Fotosammlung Herzog und findet dort die unglaublichsten, die schönsten Ansichten von Paris, also sowohl Straßenfotografie so ganz früher als auch ganz ähnliche Blicke. Und solche Konstellationen zu suchen, hat große Freude gemacht, aber dann eben auch die Diskrepanzen zu entdecken. Der Scope, wenn man so möchte, der Fotosammlung von Ruth und Peter Herzog ist sehr vermessen eigentlich. Also sie haben versucht, nichts anderes als ein Lexikon der Welt, eine Enzyklopädie des Lebens anzulegen. Und die Sammlung schafft das auch irgendwie auf eine Art und Weise. Also es sind alles Bilder, die uns in einer enzyklopädischen Weise das Leben erzählen. Der Mensch bei der Arbeit, bei der Freizeit, Familie, Geburt, Tod. Und dieser Rhythmus steht immer wieder da.